Jahre 1993 befand ich mich im Conny Plank Studio in Köln und habe ein Album aufgenommen. Das war das Salz der Welt Album und einige finden das heute noch sehr gut und es gibt auch bestimmte Gründe dafür, weil es gab schon bestimmte Besonderheiten bei diesem Album. Also nicht nur, dass damals die Creme de la Creme der Musiker mitwirkte, die es überhaupt in Deutschland gab. Wobei, man muss ja bei sowas auch sehr vorsichtig sein. Also, was ist schon die Creme de la Creme? Also, es gibt sehr viele gute Musiker. Aber eben an diesem Ort versammelten sich eben ziemlich arrivierte Vertreter ihrer Art. Und man nahm eben dieses Album auf. Ihr wisst ja vielleicht, wer da mitgewirkt hat. Aber was viel wichtiger ist, das ist eigentlich, dass das Conny Plank Studio heute überhaupt nicht mehr existiert. Also das Conny Plank Studio ist ja leider nicht mehr da. Und diese familiäre Atmosphäre, dieses bauernhöfliche Anwesen, diese gesamte Provinzialität dieser Angelegenheit, ja, stand ja im krassen Gegenwiderstand zu dem eigentlich, was da alles produziert wurde. Und ich schlief ja dann in dem Bett, wo Giannini geschlafen hatte und wo ganz viele andere geschlafen haben. Und das Ganze war ja auch sehr primitiv. Also man muss sich das Conny Plank Studio damals vorstellen als eine Art Bauernhof. Und es gibt da eine Anekdote, ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber eine Anekdote, dass einfach, ja, also als ich da ankam, das ist wirklich wahr, da gab es einen Parkplatz und dieser Parkplatz war eigentlich relativ, sag ich mal, ja, also eigentlich vielleicht für normale Menschen überschaubar, aber für mich war es das eben nicht, weil ich kam da an und ich hatte meine Blicke da auf das Studio gerichtet und ich schaute irgendwie nicht nach vorne und auf einmal war ich über diese Border, also diese Line einfach gefallen. Ja, wirklich, mit dem Auto, das ist jetzt kein Witz. Also ich kam da an und das war ja eigentlich schon kein gutes Omen, weil ich kam da an und ich fiel sofort über diese Borderline und mein Auto wirklich, das stand quer, ja. Also das wurde hinterher mit einem Traktor ausgezogen. Das war natürlich ein bisschen belastend, weil ich kam da gerade rein und habe dann auch viele Heroen da kennengelernt, die ich eigentlich eher aus meiner Jugend kannte. Sagen wir mal Wolf Mahn und diese ganzen Geschichten, dass man das eben kannte und Bab und all diese großen Namen. Aber das ist wirklich wahr mit dem Auto und das ist eine peinliche Geschichte. Tatsache ist, mein Auto hat das überlebt und ich bin sogar mit meinem Auto wieder nach Hause gefahren. Ja, also das ist unvorstellbar. Wie lange war ich da? Also im Conny Plank Studio war ich damals, glaube ich, 3 oder 4 Wochen stationär behandelt. Ja, ich habe da geschlafen, ich habe da gewohnt und soweit ich mich erinnern kann, war es damals so, dass wir eben verschiedenste Musiker da empfingen und verschiedenste auch Leute von den Plattenfirmen und diese ganze Kisten. Und ich weiß noch, dass dieses ganze Studio am Anfang auf mich einen völlig antiseptischen Eindruck machte, weil ich bin ein lebensfroher Mensch. Also das muss man einfach sich mal so ein bisschen vergegenwärtigen. Also ich bin, was heißt lebensfroh? Also ich meine, ich sag mal so, die Antiseptik entstand oder bestand eigentlich daraus, dass ich wollte mal wieder Chips mit Milch und ich wollte einfach mal wieder ein Steak essen. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt auf den Punkt gebracht. Und das war natürlich etwas, was da erstmal so auf dem Speiseplan nicht vorgesehen war. Also das war alles mehr so, ja, vegetarisch oder veganisch oder wie auch immer. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Und ich habe eigentlich ein bisschen rebelliert. Ich habe dann irgendwann rebelliert und habe gesagt, pass mal auf, das ist meine Party hier, ja. Und meine Party, da will ich auch das essen, was ich will, ja.
Das war aber vielleicht auch der Spannung geschuldet. Man muss auch sehen, dass natürlich da eine große Spannung war. Wir hatten einen ziemlich engen Zeitplan, würde ich mal sagen. Also, ja, wir mussten ja innerhalb von 3 Wochen jetzt eine ganze LP, also ein ganzes Album fertigstellen. Das hatte ja hinterher 12 Titel. Der Jürgen Zöller, der das damals produziert hatte, der war ein guter Produzent. Er hat eng auf den Zeitplan geachtet. Nur dieser Zeitplan war dann auch teilweise ein bisschen brüchig. Ich erinnere mich zum Beispiel in dem Zusammenhang an die Story, dass einfach der letzte Song, dass der also im Grunde einen großen Traum von mir verwirklichen sollte, nämlich der sollte eigentlich mit den Wiener Philharmonikern eingespielt werden. Da war auch schon der Flug gebucht, da war alles schon klar. Nur leider ist dann eben dieser Termin abgesagt worden, weil der Dirigent erkrankt war. Und wir wollten das mit einer kleinen Sektion der Philharmoniker eben einspielen. Das wäre von mir natürlich ein Lebenstraum gewesen. Der ist dann nicht mehr wahr geworden. Am Ende wurde dann der 12. Titel, also Dichter und Denker, das wurde ja dann mit tatsächlich ein paar echten Geigen, nämlich die sind irgendwo in Hamburg aufgenommen worden, da war ich auch nicht dabei. Und da sind dann eben, ich glaube, 22 Geigen oder so, echte Geigen eingespielt worden. Aber es war eben kein Orchester, den Rest hat eben der George Kochbeck gemacht. Wir wissen ja alle, der kann super gut arrangieren und das hat er auch gemacht. Und dann ist eben Dichter und Denker so aus so einer virtuelle Hybridproduktion entstanden. Ist ganz gut geworden. Naja, die Wiener Philharmoniker kann man damit nicht ersetzen und vor allen Dingen auch nicht den Lebenstraum. Der Mischer war damals in diesem Studio der Ingo Kraus. Der hat das auch sehr sympathisch gemacht. Und wir haben ja damals noch mit diesen dicken, großen Bändern gearbeitet. Das heißt also, mit diesen wirklich wahnsinnig großen Masterbändern, das sieht man auch auf den Aufnahmen. Und der war einfach ein Meister des Reindrücken. Das heißt also, mit diesen wirklich wahnsinnig großen Masterbändern, das sieht man auch auf den Aufnahmen. Und der war einfach ein Meister des Reindroppens, ja. Also er konnte unwahrscheinlich gut droppen. Das heißt also immer so, stop, rein und so. Das war einfach irgendwie, das war so sein Instrument. Und ich habe natürlich auch die Frau von Conny Plank kennengelernt, weil der Conny Plank war ja schon tot. Der ist ja wohl an Krebs gestorben. Und ich habe dann eben die Christine kennengelernt und die war eine sehr herzliche Frau, also eine wirklich sehr herzliche Person. Und ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte, dass dieses Conny Plank überhaupt verkauft wurde oder überhaupt nicht mehr da ist. Also eine solche Legende, man sieht es ja auch an den Aufnahmen. Man sieht da diese ganzen goldenen Schallplatten und was da alles entstanden ist. Und dass so ein Studio nicht überleben kann, das ist natürlich eine Tragik. Bei der ganzen LP-Produktion war es natürlich dann auch so, dass im Grunde die Mastering-Arbeiten, die wurden ja nicht da durchgeführt, sondern die wurden dann im Red Rooster-Studio in Tutzing durchgeführt, bei Peter Maffay. Und da hat der Ronald Prent die Pulte bedient und das war auch ein sehr interessanter Typ. Und ich meine, ich sag mal so, das Verhältnis von einem Tontechniker zu einem Künstler oder zu einem Musiker, das sind ja beides Künstler und ist ja völlig filigran. Also ich glaube, dass sogar so ein Tontechniker manchmal wichtiger ist als irgendein Gitarrist oder ein Keyboarder oder was auch immer. Mir fallen da so viele Sachen ein. Mir fällt vor allen Dingen eine Story ein und die möchte ich dazu auch nochmal eben zum Besten geben. Also der Ronald Prent und ich, wir sind dann irgendwann mal, wir haben den Prinzen von Auersberg kennengelernt. Ich meine, das ist ein sehr arrivierter Mann. Der ist nicht nur durch seine adelige Herkunft irgendwie geadelt, sondern der hat auch damals die Jule Neigel zum Beispiel
produziert und den habe ich auch kennengelernt. Und den habe ich kennengelernt, den ersten Spruch, der kam ins Red Rooster Studio bei Maffei und sagte einfach in die Sommer, Leute, habt ihr alles kaputt gefickt oder was? Das war der erste Satz. Also habe ich gedacht, ey, das ist ein komischer Adeliger, der solche Sprüche macht. Er war sehr sympathisch und wir haben dann auch die LP durchgehört, wir haben das Album durchgehört und der lud uns dann eben ein nach Bogenhausen. Jetzt wusste ich natürlich nicht, ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, ich wusste nicht, was Bogenhausen ist. Woher soll ich das wissen? Also Bogenhausen war mir völlig unbekannt. Hätte vielleicht schon mal hören können, was das so ist. Jedenfalls sind wir dann tatsächlich irgendwann mit dem Ronald Prent da hingefahren, der hatte da eine Pizzeria und haben uns ein Taxi genommen und da sagte der Taxifahrer, wo wollen Sie hin? Und da, ich glaube Mama Sutra hieß da, irgendwie sowas. Da sollten wir hin und da sagte der Taxifahrer, da kommen Sie nicht rein. Da habe ich gesagt, wieso komme ich da nicht rein? Er sagte, ja, so wie Sie aussehen, da kommen Sie im Leben nicht rein. Das ist schickimicki, das ist irgendwie First Class. Ja, da habe ich gesagt, ja, entschuldigen Sie bitte, ich komme da rein. Glauben Sie mir das. Und ich mache mit Ihnen eine Wette. Entweder ich komme da nicht rein, dann bringen Sie uns wieder nach Hause und ich bezahle das alles. Oder ich komme da rein und ich muss nichts bezahlen. Und der Taxifahrer ließ sich darauf ein, weil er war fest davon überzeugt, dass ich da nicht reinkomme. Und ich bin dann mit dem Ronald an die Tür gegangen und ja, ich weiß noch genau, ich hatte eine weiße Jeansjacke an und diese weiße Jeansjacke, da war drauf so ein Aufkleber, so ein dicker Button, das konnte man hinterher auch in der bunten sehen, so ein kleiner Button und da stand drauf, keine Macht den Doofen. Und ich sah wirklich ziemlich beschissen aus, denke ich mal. Und jedenfalls kam ich an die Tür, und da stand dann auch ein Türsteher und dann habe ich dem gesagt, ich bin eingeladen hier vom Prinz von Auersberg und so weiter und ich kam natürlich sofort rein, weil ich war ja eingeladen. Und der Taxifahrer hat dann einfach nur genickt, gelacht und hat tatsächlich kein Geld genommen für die Fahrt. Und wir sind dann da reingegangen. Und das Ganze war eine ganz normale Pizzeria. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass man sich vorstellt, das sind die Größten, die Reichen, die Eliten oder so. Quatsch. Das war einfach eine ganz normale Pizzeria. Und was dann da passiert ist, das war einfach, wir haben ein bisschen gesprochen. Wir haben gesprochen über die Musik, wir haben gesprochen über die Zukunft. Aber das war eben dann am Ende nicht so fruchtend, wie ich mir das so vorgestellt habe. Ich bin damals bei meinem Manager erstmal geblieben und wieder zurück sind wir dann nach Tutzing. Wir haben da die Mastering-Aufnahmen gemacht, wir haben das zu Ende gebracht. Der Ronald Prent hatte gerade, glaube ich, Chaos von Grönemeyer abgemischt. Und er hat mir auch viele andere Sachen vorgespielt und vor allen Dingen auch Sachen, wo ich gedacht habe, Mensch, die könnten echt was werden und die sind dann hinterher nichts geworden und sowas gab es natürlich bei mir auch, das haben wir ja gesehen, also mein Album ist ja nun auch nicht ein Meilenstein geworden und er hat mir viele Sachen vorgestellt und vorgespielt, wo ich gedacht habe, mein Gott, ey, wie geil, was für geile Sachen, aber die meisten Menschen kennen eben nicht alle geilen. Es gibt so viel zu erzählen, wünschte du wärst hier. Ja, und das Ganze ist natürlich dann auch so ein bisschen ins Private übergesprungen. Das heißt also, man hatte natürlich in dieser Zeit auch viele, viele Kontakte. Es ergab sich ja damals dann eine Menge verschiedene Touraktivitäten, die wir gemacht haben. Wir sind also dann damals durchs Ruhrgebiet gedingelt. Wir sind aber auch in Köln gewesen, wo ich Purple Schulz zum Beispiel gesehen habe. Der war auf einem Auftritt von mir und wir waren auf ganz vielen Events. Wir haben natürlich getingelt, ne? Also es war ein bisschen so, wie man sich das vorstellt, ja. Wenn man sich mal so das politische Milieu vergegenwärtigt oder so das künstlerische Milieu,
Dann war damals die Zeit, also ich glaube, Katzenklo war auf Nummer 1 zu der Zeit von Helge Schneider. Was auch groß im Rennen war, das war, weil ich ein Mädchen bin, von Lucy Electric. Und die Ärzte waren, glaube ich, gerade dabei mit ihrem Schrei nach Liebe. Ich glaube, das waren so die Titel. Gleichzeitig hat Westernhagen zu der Zeit sein Album veröffentlicht, Ja, 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 und das war ja auch bei der WEA und das reimt sich ja auch. Und das war natürlich so der Top-Act, dieser Firma. Da wurde viel reingepowert. Da gibt es eine interessante Anekdote auch wieder zu. Es gibt einen Song auf dem Album, der heißt Berg um den Vulkan, und da gibt es eigentlich im Ursprung von dem Christian Felke ein super eingespieltes Saxofolo am Anfang. Das hat man aber dann hinterher rausgenommen, weil gesagt wurde, dass das im Grunde jetzt ein bisschen klingt nach Krieg. Also das war ja auch ein Titel dieser Ja, Ja, Ja LP, und man wollte da auf jeden Fall keine Konkurrenz aufbauen. Und solche Dinge sind eben passiert. Aber von Zensur, also Zensur bei der WEA gab es nicht. Also ich sag mal, bis auf dieses eine kleine Stück kann man wirklich nicht sagen, dass da irgendwas künstlerisch oder in irgendeiner Form irgendwie zensiert worden wäre. Davon kann ich nicht berichten. Ganz im Gegenteil. Also man hat gesagt, die Vision hat der Künstler und wir pressen die Platten, so ungefähr. Und also man kann nicht sagen, dass die WEA sich da in irgendeiner Form in die künstlerische Hoheit eingemischt hätte. Überhaupt nicht. Also kann ich nicht berichten. Das ist ja immer so der Albtraum, dass gesagt wird, ja, die Majors, die machen alles kaputt. Ja, und bei der Vermarktung der LP gab es natürlich immer vor allen Dingen diese Verwertungsgesellschaften. Ich meine jetzt nicht die GEMA und die GVL, sondern eher diese Radiostationen, Fernsehstationen, Printmedien und so weiter. Und da gab es natürlich ganz viele Vorfälle. Also ich sag mal, die Radiostationen, die standen dem ganzen Projekt schon aus dem Grund skeptisch gegenüber, weil sie eben vermuteten, dass die WEA da eine unglaubliche Power entfaltet. Es gab zum Beispiel von der ersten Single, das ist ja bekannt, drei Versionen. Ja, es gab eine Aspirin-Version wegen meinem Namen. Es gab dann eine limitierte Version und dann gab es, ich weiß nicht, also es gab wirklich viele Gimmicks, die dann eben die erste Single beworben haben, die ja Die Liebe siegt war. Zu dieser Single gab es ja auch dann eben ein Video. Und das Video ist ja dann auch auf dem jungen Sender Viva gelaufen. Und mit Viva, da verband mich ja eine Hassliebe. Ich glaube, die beruhte auch auf Gegenseitigkeit, denn Viva war von dem Produkt, glaube ich, besonders Informa des großen Herrn Stefan Raabs, der damals schon zu einem Shootingstar dieser Viva avancierte, irgendwie ein bisschen skeptisch. Und ich war aber auch skeptisch gegenüber Stefan Raab, und das beruhte also irgendwie auf Gegenseitigkeit. Und ich habe dann den Stefan Raab auch getroffen in seiner Sendung Vivasion. Die war ja dann eigentlich eine Promotion an, die aus war ja dann dem, aus der, von der bekannten Platte. Hier ist Rüdiger Bayer. Rüdiger, nee, Moment, das machen wir nochmal. Das können wir so nicht lassen, ne? Bleib mal da hinten, komm nicht nach vorne. Wie heißt dein Kollege? Den hab ich wieder vergessen. Kaspar Bierkämper, okay. Und hier sind sie jetzt den ganzen Weg. Hier ist er jetzt den ganzen langen Weg aus Dortmund extra hier nach Köln gekommen. Hier ist der Hans Meisel der Rockmusik, Rüdiger Bayer. Nee, Rüdiger habe ich schon wieder gesagt, Mensch. Und hier ist er jetzt den ganzen langen Weg aus Dortmund extra hier nach Köln gekommen. Hier ist der Hans Meisel der Rockmusik. Hier ist Rüdiger Bayer und sein Kollege Kaspar Bierkämper. Also auf die Antwort habe ich gesagt, das können dann aber nicht so viele sein. Ja, das habe ich schon verstanden, ist schon klar. So. Wir haben jetzt alle gelacht, ich glaube, der Witz ist klar. Was wunderbar. Super, total geil. Ganz, ja, kannst du den imitieren? Den kann ich nicht imitieren, aber Stefan, wie ich dich jetzt gehört habe und das gerade gehört habe, weiß ich, was ich falsch mache.
Aber das ist wunderbar, was du machst. Klasse. Ja, das war jetzt nicht die. Wie lange bist du dafür? Wie lange brauchst du dafür? Man müsste jetzt die Nation sehen. Musst du die schreiben? Echt? Ja, vielleicht. Ich kann dich aber gleich mal beraten nachher. Wie habt ihr euch kennengelernt? Einen anständigen Beruf? Ich verdiene Geld, ja. Mit was? Blockflöten verkaufen. Wir erzählen also vom Leben im Revier. Ja, nicht nur. Ja? Auch. Dann heißt der ein Titel zum Beispiel Berg um den Vulkan. Ja. Ja. Salz der Welt. Mama C. Kannst du C? Ja, Stefan Raab. Wer kommt um 8 auf Vivasion? Stefan Raab. Wer setzt sich selber auf den Thron? Stefan Raab. Ich bin Rüdiger. Hallo. Ja, Tournee quer durch Nordrhein-Westfalen. Da stehen Sie jeden Abend live auf der Bühne. Nervt das nicht irgendwann mal? Ganz im Gegenteil, es macht immer mehr Spaß, weil wir haben eine wunderbare Band, wir sind sehr gut eingespielt. Das Publikum honoriert das und dann macht es einfach Spaß. Mhm. Ja, Rhythm and Blues, Rock'n'Roll, denke ich an englische Texte, aber Sie singen in Deutsch. Ich singe in Deutsch, weil ich denke auch in Deutsch und ich halte es einfach für affig, wenn man dann versucht, unbedingt krampfhaft Englisch zu singen. Mhm. Das wäre schön, Rüdiger Bayer. Ich wünsch mir oft einen Zauberring und ich hätte drei Wünsche frei. Ich wünschte mir ein Riesenschloss und eine Fee für mich allein. Doch als drittes einen Swimmingpool und drinnen den weißen Hai. Da kämen all meine Feinde rein und sie würden laut als schreien. Ich würde ihr Testament erzwingen und sie würden nicht mehr grinsen. Ich wäre reich und lebte nun glücklich von den Zinsen. Das wär schön, das wär schön. Gottschalk werd ich sehr und wetten, dass der Sonntagsschmaus kein Gummibärchen wär. Die Glatzen wären Leibgericht und auch das BKA. Danach gibt's NATO-Hauptquartier mit deutschem Schlagerstar. Das Leben wäre wunderschön, der Hai wär kugelrund. Dann stoßen wir uns zwei und auf das ganze Land gesund. Das wär schön, viel zu schön, um wahr zu sein. Das wär schön, das wär schön. Gäste sind gegangen, die Kneipe ist schon leer. Ich käme mir ganz schön blöd vor, wenn ich jetzt nüchtern wär. Ich male dir ein Zeichen direkt an diese Wand. Eine Flaschenpost für morgen, Absender unbekannt. Ich male ein Bild von dir. Ich schreib ein Buch von dir. Ich schreib tausend neue Lieder und ich komme immer wieder. Ich mal ein Bild von dir. Ich schreib ein Buch von dir. Besprühe alle Wände und ich bleibe bis zum Ende, damit du unsterblich bist. Damit wird einmal bleiben von dir und von mir. Was wird schnell vergessen und was bleibt ewig hier? Ich male dir ein Zeichen direkt an diese Wand. Eine Flaschenpost für morgen, Absender unbekannt. Ich male ein Bild von dir. Ich schreib ein Buch von dir. Ich schreib tausend neue Lieder und ich komme immer wieder.
Ich schreibe ein Buch von dir. Besprühe alle Wände und ich bleibe bis zum Ende, damit du unsterblich wirst. Damit du unsterblich wirst. Ich schreib ein Buch von dir. Ich schreib tausend neue Lieder und ich komme immer wieder. Ich mal ein Bild von dir. Ich schreib ein Buch von dir. Besprühe alle Wände und ich bleibe bis zum Ende, damit du unsterblich bist. Damit du unsterblich wirst. Ja, was bleibt am Ende? Am Ende bleibt eigentlich, dass alle Balladen auf der LP oder beziehungsweise auf dem Album, alle Klavierparts, die also wirklich mit einem originalen Klavier gespielt wurden, auf dem Flügel von dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt gespielt wurden. Das sind so die Kleinigkeiten. Das sind so die Events. Und am Ende bleibt, dass Salz der Welt bis heute eine sehr gute LP geworden ist. Wenn ihr euch weiter für diese LP interessiert, für das Album, dann könnt ihr euch ja vielleicht mal das Ganze anhören. Ansonsten bleibt auch, dass mit Salz der Welt eine Legende begraben wurde, nämlich das Conny Planck Studio. Und dieses Conny Planck Studio war eines der interessantesten, arriviertesten und eines der kulturell ansprechendsten und künstlerisch herausforderndsten Orte dieser Republik. Ich glaube, das bleibt. Die Liebe wird siegen, die Liebe siegt.
besiegt. Der Junge prüfte sein Kondom, sie war sein Traum und er unter Strom. Der Vollmond schien in dieser Nacht und als es nicht ging, hat sie gelacht. Der Moderator ist smart und gewandt, doch gestern Nacht ist er gerannt. Im Parkhaus brannte kaum ein Licht und er traute im Dunkeln nicht. Die Liebe siegt, auch wenn man's nicht sieht, die Liebe wird siegen, die Liebe siegt, die Liebe siegt. Hab keine Angst, die Liebe wird siegen, die Liebe siegt. Muss schon auf goldenen Pferden reiten, damit einen irgendwer sieht. Man muss schon sehr gut sein im Wechseln der Seiten, damit einmal etwas geschieht. Die Leute sehen wie Backsteine aus, so cool wie die kälteste Nacht. Zombies verkleidet und ohne Gefühl, na, was hat man mit denen gemacht? Das Oberste ist längst nach unten gekehrt, wir wissen nicht, was wir verstehen. Wir haben Probleme, doch keiner gibt zu, das passt auch sehr gut ins System. Ich bin, was ich bin, sagt fast jeder, und doch sehen alle so uniform aus. Die Schere im Kopf teilt den Gut und den Schlecht, und die anderen fallen halt raus. Im Land der Dichter und Denker, da gehen die Lichter bald aus. Und hinter den Mauern will keiner versauern, drum machen wir heute einen drauf. Im Land der verlorenen Träume, da spielt jeder so gut er kann. Die B-Filme laufen und wir gehen saufen, und schuld ist wohl keiner daran. Du darfst alles sagen, nur keiner hört zu, auch nackt gehen wäre erlaubt. Die Hippies, die Psychos, der Ted und der Freak sind in oder morgen schon out. Die Stasi, die hat das ganz anders gemacht, hat Deutschland in Akten sortiert. Hier schweigt man die Leute von Anfang an tot, was mindestens ebenso wird. Im Land der Dichter und Denker, da gehen die Lichter bald aus. Und
hinter den Mauern will keiner versauern. Drum machen wir heute einen drauf. Im Land der verlorenen Träume, da spielt jeder so gut er kann. Die B-Filme laufen und wir gehen saufen. Und schuld ist wohl keiner daran. Die Männer und Frauen, die führen grad Krieg, als wär dies der Kampf dieser Welt. Die Nichtraucher werden zum Kirchenersatz, weil irgendwas Wichtiges fehlt. Wir haben nicht Hunger und haben nicht Durst, ein Auto und ausreichend Geld. Nur wer das nicht hat, der ist uns so fremd wie der fremdeste Platz dieser Welt. Im Land der Dichter und Denker, da gehen die Lichter bald aus. Und hinter den Mauern will keiner versauern, drum machen wir heute einen drauf. Im Land der verlorenen Träume, da spielt jeder so gut er kann. Die B-Filme laufen und wir gehen saufen, und schuld ist wohl